Facebook hat zusammen mit Menschenrechtsorganisationen und Forschungseinrichtungen die Europäische Initiative für Zivilcourage Online ins Leben gerufen. Die Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, Extremismus und Hassreden im Internet zu bekämpfen. Die Initiative kann sogenannte NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, fördern, die sich im Kampf gegen Online-Extremismus in Europa engagieren. An der Gründung beteiligt sich neben Facebook auch die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich in Deutschland einen Namen im Kampf gegen Rassismus gemacht hat. Facebook-Chefin Sheryl Sandberg hat ehrgeizige Pläne. Auf unserer Plattform ist kein Platz für Hass oder Intoleranz. Wir arbeiten hart daran, unsere Gemeinschaftsregeln durchzusetzen. Wir arbeiten hart daran, unsere Gemeinschaftsstandards der Zeit anzupassen, damit Hass keine Chance hat. Damit wir dafür sorgen können, dass es keine Hetze und keinen Aufruf zur Gewalt auf unserer Plattform gibt. Die neue Initiative soll unter anderem Instrumente entwickeln, mit deren Hilfe sich Menschen gegen Hassbotschaften im Netz engagieren können. Annetta Kahane, Vorstandsvorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, sagte, es sei eine enorme gesellschaftliche Herausforderung, die Angriffe im Netz einzudämmen.